Moin Leute, lange ist es her und heute ist auf jeden Fall der Tag gekommen, dass wir wieder Skype-PvP weiter programmieren. Und ja, da ich ja relativ lange kein Skype-PvP gemacht habe, weil ihr eigentlich ein paar Sachen falsch verstanden habt, bezüglich des letzten Videos beispielsweise auch, dass ich Lucky Race programmieren möchte. Genau das habe ich vorgehabt, jedoch möchte ich gerne davor dieses Projekt zumindest hier abgeschlossen haben. Das heißt, ich kann gerne zwei Projekte parallel laufen lassen. Allerdings würde ich nicht das dritte Projekt dazu nehmen. Das heißt, ich mache wirklich erst Skype-PvP fertig, bevor ich mit Lucky Race anfange. Ich werde wahrscheinlich TDT und Lucky Race halt nebenher machen, zusammen machen. Aber ich fange, wie gesagt, erst mit Skype-PvP an, mache das zu Ende. Und wenn das zu Ende ist, dann werde ich erst wirklich mit Lucky Race anfangen. Genau. Gut, das mit dem, mit dem Feuerzähl. Und jetzt fangen wir erstmal mit dem Instant Respawn an. Das heißt, wir müssen uns erstmal, fragen, was passiert, wenn man stirbt. Also wenn man stirbt, kommt ja im Regelfall immer dieser Respawn-Screen, den man eigentlich immer erst drücken muss, um zu respawnen. Um das Ganze zu überspringen, machen wir es immer ein bisschen anders. Zwar haben wir hier unsere Abfrage, wenn der Killer gleich null ist, aber das interessiert uns in diesem Fall gar nicht. Wir fangen einfach hier unten an. Das heißt, wir sagen erstmal, wenn derjenige wirklich gestorben ist, beziehungsweise das Player Death Event besagt ja das, wenn der Spieler gestorben ist, dann passiert folgendes. Das heißt, wir sagen p.zhealth erstmal 20. Das heißt, wir beleben den quasi wieder im Player Death Event und das sollte soweit auch funktionieren. Das nächste, was wir machen, ist p.clear inventory. Um weitere Sachen, also um wirklich Sachen, um Fehler auszuschließen. Weil wir beleben ja quasi wieder, so hätte er seine Sachen wieder. Aber wir wollen natürlich auch, dass seine Sachen verschwinden, weil er stirbt ja quasi ganz normal. Und somit, somit müssen wir ihm das einfach so setzen. Und seine Armor-Contents dementsprechend natürlich auch auf 0. Und sein Pip und Z-Food-Level auch auf 20. Das heißt, wir beleben ihn quasi manuell wieder und dann respawnt er halt direkt. Und im Endeffekt sagen wir noch, haben wir überhaupt eine Klasse geschrieben, dass wir irgendwie teleportiert werden? Nee, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen uns eine neue Methode erstellen. Und zwar ist es dann der Spawn Manager. Gut, machen wir den einfach fertig. Und ja, also brauchen wir Public, erstmal Implements Comment Executor. Weil das ebenfalls ein Comment Executor sein wird. Weil wir hier einfach den kompletten Spawn Manager reinpacken. Das heißt, die Methoden erstellen und dann einfach die Variablen benennen. Comment Sender ist gleich S, CMD ist gleich C und das ist gleich AX. Ist immer kürzer als CMD und Sender zu sagen. Also wir sagen erst dann Player P ist gleich Player und dann als Variable S natürlich. Und dann fragen wir erstmal ab, if c.getName.equitsignorecase set spawn. Also wenn wir schreiben set spawn. Und wenn p.hasPermission skype.pvp.admin, dann beziehungsweise ansonsten sagen wir p.sendMessage data.noper, haben wir noch nicht festgelegt, und dann setzen wir uns den String erstmal fest. Das heißt public static string noper ist gleich prefix plus du, alter, du, hä, Hilfe, du hast nicht genügend Rechte, um diese, um dies zu tun. So, fertig. Wieso ich das Ganze static setze übrigens? Static ist einfach dafür da, um das Ganze wirklich aus jeder Klasse aus zu gewährleisten. Sprich, vorausgesetzt ist public, weil public besagt, wenn es public ist, kann man es in jedem Package benutzen. Wenn es beispielsweise private wäre, also es gibt ja private, dann könnte man es nur innerhalb diesem Package benutzen. Aber ich möchte es natürlich auch von anderen Packages benutzen. Somit setze ich das public und static ist einfach nochmal dafür da, um das halt wirklich von anderen Klassen benutzen zu können. Also wir gehen mal in den Spawn Manager und sagen data.noper, haben wir uns ja gerade festgelegt, und somit senden wir dem die Nachricht aus. Aber wenn er wirklich Permission hat, dann sagen wir erstmal if args.length gleich 0, also wenn seine Argumentenlänge gleich 0 ist, beziehungsweise wir sagen einfach nicht gleich 1, weil wir dahinter unbedingt ein Argument brauchen. Ansonsten sagen wir dem p.sendMessage data.prefix und dann plus falsche Benutzung. Nutze bitte dann gabe slash setspawn und dann Name. So, dann hätten wir das Ganze auch schon erledigt. Brauchen wir gar nicht. So. Und C, fertig. Und dann senden wir auch die Message aus. Ansonsten, wenn die Argumentenlänge wirklich 1 ist, dann sagen wir erstmal String Spawnname. Spawnname ist gleich AX und dann 0. Also das 0. Argument quasi. Und dann speichern wir den einfach in Spawnname in der Variable.
und sagen anschließend Location. Lock ist gleich p.getLocation. So. Und dann sagen wir einfach, erstmal die Location an sich. So. Wir sagen jetzt erstmal, brauchen wir erstmal die Koordinaten. Also, wir sagen erstmal int, beziehungsweise brauchen wir int. Wir sagen einfach double. Double x ist gleich, log.getx. Double y ist gleich log.gety. Double z ist gleich log.getz. Und dann brauchen wir halt noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel der String Weltname. Ist gleich log.getWord.getName. Und dann brauchen wir noch Double Pitch ist gleich, beziehungsweise können es auch im Float, glaube ich, machen. Float Pitch ist gleich log.getPitch. Oder geht das im Float? Ja, genau. Und Float Float Yo ist gleich log.getYo. So. Und somit haben wir auch alle Sachen gegettet quasi. Und sagen jetzt einfach Data. CFG haben wir natürlich immer noch nicht festgelegt. Sehr schön. Das habe ich denn ja alles für Vorarbeit geleistet. Das ist auch egal. Also auf jeden Fall setzen wir einfach zwei neue Sachen. Public, Static. Erstmal haben wir eine Static File. Also File, File ist gleich New File. Und das im Plugins Ordner. Das Sky PvP und das zum, nennen wir einfach Spawn2ML. Damit wir halt nicht immer neu sagen müssen, dass das Ganze laden. Beziehungsweise damit wir nicht immer wieder denselben Schwachsinn schreiben müssen. Deswegen setze ich es einfach in der Data. Dann brauchen wir noch eine YAML Configuration. Nennen wir auch CFG und dann sagen wir einfach, genau. YAML Configuration. Load Configuration. Und das in der File, beziehungsweise von der File, wenn man es richtig sagen möchte. Und weshalb Static und Public ist, habe ich ja gerade schon erklärt, wegen anderen Klassen an sich. Und dann sagen wir hier natürlich CFG.set, beziehungsweise wir müssen erstmal den Klassennamen aufrufen, Data.CFG.set. Und dann sagen wir erstmal Spawn Manager. Dann plus Spawn Name, damit wir den Spawn Namen an sich haben. Und dann Punkt x, sagen einfach x. So, und dann fragen wir aber nochmal davor ab, if, also wir fragen hier aber nochmal ab, damit wir halt wirklich auf der sicheren Seite sind. Oder nee, wir lassen es einfach. Es ist, glaube ich, auch besser, wenn man Spawns überschreiben kann. Und ich hätte jetzt so gesagt, wenn das Spawn schon existiert, dass wir dann einfach nicht nochmal setzen können. Aber ich denke, es ist wirklich besser, dass man die Spawns überschreiben kann. Deswegen, aber wir können da trotzdem eine nice Sache reinmachen. Und zwar sagen wir einfach, if ax. If data.cfg.get sagen wir einfach im Spawn Manager. Spawn Manager. X, beziehungsweise Punkt plus Spawnname plus Punkt X gleich gleich null. Also wenn dieser Wert hier gleich gleich null ist, also wenn quasi dieser Eintrag nicht existiert, kann er halt weitermachen. Aber ansonsten, Moment, wenn er nicht gleich null ist, also wenn da wirklich was steht, sagen wir einfach p.sendMessage und dann data.prefix und dann Achtung. Achtung. Dieser Spawn existiert bereits. Und dann können wir einfach sagen, die Location wurde überschrieben. Überschrieben. So. Und dann hat sich die Sache erledigt. Da haben wir noch eine nette Message. Falls irgendwie beispielsweise, ja, wie soll ich sagen, falls wir den Spawn noch überschrieben haben. Aber ansonsten senden wir noch keine Message. Und wir sagen trotzdem data.cfg.set. Und dann können wir angerechnet, nee, wir kopieren es einfach raus, geht schneller. Dann müssen wir halt einfach nur ein paar Werte hier umtragen. Also x, y, z anschließend. Dann brauchen wir noch den Dio. Also ja. Und dann anschließend die Pitch. Und trage hier auch Pitch ein. Also ups. Pitch. Und sagen dann anschließend noch Punkt Weltname. Und das ist dann der Weltname. Und dann speichern wir ganz wichtig noch die Config ab. Also data.cfg.save. Und dann in der File. Data.file natürlich. So. Data.file. Okay, alles klar. Jetzt leckt meine Clips erstmal rum, wie so auch immer. Oh, jetzt geht's. Nice. Try-Catch erstmal drum machen. Natürlich. Und wir versuchen halt eine kritische Situation auszuführen. Im Fall die File wirklich zu safen. Deswegen muss auch eine Try-Catch rum. Falls dann dort ein Fehler kommen würde, sagen wir einfach p.sendMessage und dann data.prefix plus es gab
einen Fehler beim Speichern der Location. Speicher voll. Beziehungsweise Serverprobleme. Beziehungsweise Schreibrechte. Und fertig. So, dann haben wir einfach alle Fehler quasi innerhalb dieser Message hier. Ja, abgearbeitet. Das kann nämlich daran liegen, wenn eine Exception kommt, dass der Festplattenspeicher von euch voll ist, dass es Serverprobleme an sich gibt und dass man keine Schreibrechte hat. Und also Schreibrechte in dem Ordner. Das heißt, manchmal kann es auch sein, dass ihr irgendwie die Schreibrechte einfach an sich entfernt habt. Und ja. Gut, und so war es mit dieser Folge. Ich cutte es einfach mal ab hier und lade dann einfach danach direkt die nächste Folge hoch, weil ich jetzt einfach mal ein Stück weiter programmieren werde. Und deswegen sehen wir uns gleich beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute.